Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie groß unsere Community in den letzten 5 Jahren geworden ist? Ich weiß noch die Anfangszeiten, wo jeder noch Schleichvideos gedreht hat, ich mit eingeschlossen, sagt man gerade wegen meinem Namen. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und zu der Zeit dann alle Videos von Glanzfell geguckt haben, die nicht mehr leider existiert auf YouTube, von der wir alle eigentlich Briar kennen. Dann ich mit eingeschlossen, die das erste deutsche Auspackvideo gemacht hat von Big Checks to Cash von einem Briar. Sich das dann über die Jahre so ausgebreitet hat, dass einfach so eine riesengroße Gemeinschaft dadurch entstanden ist. Ich denke einfach so gerne an diese Zeiten zurück, was für Höhen und Tiefen unsere Community schon hatte, was für eine Hatewelle rumging, was Streit rumging. Und im Endeffekt, jetzt fast mit 18 Jahren, kann ich darüber fast lachen, weil ich einfach mit 12 Jahren mit YouTube angefangen habe und ich einfach mal die Entwicklung dieser Zeit und Dankbarkeit zeigen wollte. Leider haben wir auch so viele Menschen in diesem Hobby verloren. Viele Leute haben aufgehört zu sammeln, viele Leute haben aufgehört mit YouTube. Und diese Zeiten und diese Freunde vermisse ich auch wirklich sehr. Aber jetzt, so wie es ist, sollte es eventuell sein. Es ist einfach so krass, was in den letzten Jahren für Freundschaften entstanden sind, was für Leute ich kennengelernt habe und wie sehr einfach diese Pferde und allgemein die Modellpferde verbunden haben.